bisschen abkühlen lassen. Der steht unter 70. Der ist eigentlich gut und der sieht mich nicht. Ich bin über ihm. Ich habe den High Ground. Zur Seite drehen. Oh, volle Breitseite, Kollege. Herzlich willkommen, Leute, zu einem Video zu dem Titel Cloud Pirates. Die Entwickler sind auf mich zugekommen, wahrscheinlich, weil ich ein unglaublich guter Schiffskapitän bin, was man ja in letzter Zeit so gesehen hat. Und ich möchte euch heute in einem Video Cloud Pirates einmal zeigen, vorstellen, das Tutorial spielen und gleichzeitig auch noch eine ganze Handvoll Keys für das Spiel raushauen. Cloud Pirates, wenn ihr das Video gesehen habt und es euch gefällt, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns doch erstmal zusammen das Tutorial an und ich verlose auch, wie gesagt, oder ich packe einfach ein paar Keys unten in die Beschreibung oder in die Kommentare. Captain, willkommen zum Tutorial. Hier erfahrt ihr alles, was ihr benötigt. Aufgepasst, unten links im Bildschirm ist eine Anzeige aufgetaucht. Sie hilft euch dabei, die Position der Astralschiffe im Raum im Verhältnis zu eurem Schiff zu sehen. Die Rumpfhaltbarkeitsanzeige befindet sich darüber. Okay, das ist natürlich wir. Unser Schiff wird grün angezeigt. Zudem könnt ihr hier auch die Schilde und deren Status sehen. Das ist der Kreis um unser Schiff rum, unten links auf dem Radar. Das Tutorial ist ziemlich schnell. Lasst uns jetzt die Schiffssteuerung ausprobieren. Beginnt euch vorwärts zu bewegen. So. Und Cloud Pirates, wie gesagt, findet in der Luft statt. Beachtet bitte, dass die Geschwindigkeitsanzeige unten aufgetaucht ist. Ah, okay, unterm Radar sehen wir unsere Geschwindigkeit. Lasst uns jetzt den Rückwärtsgang ausprobieren. Ein Schiff, was rückwärts fahren kann, das ist richtig gut. So, und jetzt wenden wir das Ruder nach rechts. Und natürlich, um es Vollständigkeit zu machen, nach links. Lasst uns an Höhe gewinnen. Die aktuelle Höhe wird neben der Geschwindigkeit angezeigt. Okay, ist alles da. Ja, wir haben perfekte Aussicht auf alles. Jetzt fliegt nach unten. Mit Umschalten. Auch klar. Steuerung erstmal standardmäßig klar. Ihr könnt die Position eures Schiffs auf dem Mikado sehen, die rechte Ecke erschienen ist. Verwendet Plus- und Minustasten, um ihre Größe zu verändern. Okay, dort ist eine Markierung auf der Karte. Lasst uns jetzt dorthin fliegen. Wir lernen natürlich erstmal die Steuerung in der Luft. Das ist natürlich ganz anders als im Wasser. Ja? Auf hoher See ist das alles ziemlich einfach. Großartig. Lasst uns jetzt die Kanonen ausprobieren. Alles klar, Captain. Wir wollen schießen. Auf was wird geschossen? Hey, Anfänger! Schaut zu und lernt. Das ist der Feuerbereich. Der Zielbereich ändert seine Form, wenn er sich von einem Sektor zum anderen bewegt. Okay. Feuert jetzt die Bugkanonen. Positioniere den Zielgerader vor dem Schiff und linksklick. Okay, wir schießen einfach mal geradeaus. Das war schon mal gut. Jetzt lasst uns die Breitseitenkanonen ausprobieren. Muss ich dafür zur Seite? Ah, okay. Anhand meiner Maus ist da, mit welchen Kanonen ich schieße. Das ist ziemlich praktisch. Seht ihr gelben Linien neben dem Zielbereich? Das ist die Überhitzungsanzeige. Jede Kanone hat eine individuelle Überhitzungsrate. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Okay, also hauen wir mal raus. Okay, die Breitseitenkanonen. Ja, da sehen wir es. Und jetzt ist sie überhitzt. Overheat. Wenn die Anzeige den Höchstwert erreicht, bedeutet das, dass eure Kanonen überhitzt sind. Ihr könnt sie erst wieder abfeuern, wenn sie komplett abgekühlt sind. Vergesst das nicht. Das System kennen wir sogar. Wenn ihr eure Kanonen mehrere Sekunden lang nicht abfeuert, schaltet sich das Schiff in den Zivilmodus, indem sie die Bewegungsgeschwindigkeit eures Schiffes signifikant steigert. Senkt ihn vor da vorne, nähert ihm innerhalb der Schussreichweite. Okay, also ab zu dem Schiff da vorne. Wir müssen in Schussreichweite kommen. Das Tutorial könnte ein bisschen langsamer sein, ja? Das Ziel ist innerhalb eurer Schussreichweite. Feuert. So, wir hauen voll drauf. Jetzt wenden wir auch noch unser Schiff. Jetzt nicht überhitzen lassen. Wieder die vorderen Kanonen nehmen. Wunderbar. Eure Schilde wurden zerstört. Warte, bis sie wieder hergestellt sind. Okay, Schilde reparieren sich von alleine. Die sehen wir unten links. Auf der linken Seite aber nur. Das heißt, rechts hätte ich sogar noch Schild. Ist wichtig. Verstärken in Anomalien suchen. Oh, wir brauchen Anomalien. Natürlich braucht der Captain Anomalien. Bisschen runter, bisschen runter. Zack. Feuer der Schaden, Manövrierfähigkeit und Feuerrate erhöht. Also alles krasser. Wir können es besser drehen, wir können besser schießen. Anomalien sind extrem stark. Versucht euch zu merken, wo sie auftauchen. Okay, also wichtige Buffs auf der Map. Ihr könnt Schub verwenden, um euer Schiff zu beschleunigen. Versucht es manchmal. Auf eurer Karte wieder Kontrolle anzeigen. Fliegt in seine Richtung. Da. Ja, jetzt können wir viel geiler wenden. Schön mit den Anomalien. Schön.
Turbo! Blockiert den Zugang zum Kolben und zerstört es. Da ist also noch ein böses Schiff. Ja, die Seitenkanonen brauchst du nicht. Wir brauchen die Front Cannons. Auf 70 Meter muss ich heran. Ich treffe erst ab 70 Metern. Ja, die wurden easy zerstört, bevor es überhaupt überhitzt ist. Kein Problem. Schiff zerstört, kriege ich jetzt den Kontrollpunkt. Jetzt können wir die Station erobern. Okay, das heißt, in diesem Radius, in dem wir gerade sind, das würden wir dann erobern, wenn keiner drinnen steht. Oben ist der Kreis. Allgemein, glaube ich, wird das ziemlich unübersichtlich. Aber ich bin gespannt, ich werde eine Online-Runde mit dranhängen. Wir haben jetzt A eingenommen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt eure Mission erfolgreich abgeschlossen. Jetzt seid ihr bereit für die echte Schlacht. Okay, okay, okay. Hab's schon verstanden. Quest abgeschlossen. Kostenlose Erfahrung. Es gibt auch nicht kostenlose Erfahrung. So, wir haben hier ein paar Schiffe. Oh, der Reja, der sieht ja noch besser aus. Ich nehme auf jeden Fall den Reja. Aber der hier, der Abfänger. Schwierigkeit über Mittel. Kampfreichweite Mittel, Dynamik Mittel. Was haben wir hier? Mittel, Mittel, Dynamik gering. Der ist absolut undynamisch. Ja, noch hier ein paar kleine Nussschalen. Der Reja, der ist schon stark. Wir nehmen jetzt den Reja und gehen ins Gefecht. Ihr befindet euch in der Warteschlange. Schiffe bereits in der Warteschlange. 6, einer leicht, 3 mittel, 2 schwer, 5 mittel, viele mittlere Schiffe. Wie viele Leute brauchen wir? 10? Das Spiel ist jetzt letztens auch im Steam erschienen. Müsste unter New Releases sein. Müsste sogar heute an dem Tag sein, wo ich es aufgenommen habe. Ah, ich kann, wie gesagt, ich kann verstehen. Ich bin ein guter Captain. Ja, deswegen werde ich mein eigenes Schiff auch zum Sieg führen. So. Ah, guck mal, da kommen ein paar mehr Schiffe dazu. Ein leichtes Schiff ist dabei. Also eine Nuckelpinne, die mit uns über die Weltmeere streift. Über die Cloud-Meere. Loving the full quests hier. Wir gucken gleich natürlich auch Missionen. Dieses Boot ist nicht mehr in der Lage. Erforscht die taktische Modul. Man wird also noch eine ganze Menge basteln können. So, die Warteschlange möchte ich jetzt nicht verlassen. Wir gucken uns mal das Schiff ein bisschen genauer an. Ich glaube, ich nehme zu einer sehr ungünstigen Zeit auf. Es ist mitten in der Nacht bei vielen anscheinend. 5.30 Uhr am Morgen. Okay, das heißt, wir spielen natürlich international. Macht natürlich Sinn. Bei uns ist 23 Uhr halb 23 Uhr. 22.37 Uhr, also die Chatzeit wird von mir aus ausgehend sein. Und ich denke, dass das Spiel 10 gegen 10 sein wird. Deswegen, wenn die Leute jetzt aus ihren Runden kommen und gleich mit dabei sind, geht das Ganze los. Und wie gesagt, ein paar Keys werde ich auch einfach unter euch verlosen. Wer Bock hat es zu spielen, schreibt es in die Kommentare. Ich antworte auf den Kommentar einfach mit einem Key. Ich lösche meinen Kommentar dann wieder. Also ich schreibe den drunter, lösche den. Dann hat derjenige, auf den der Kommentar gegangen ist, oben rechts an der Glocke noch meine Nachricht. Es geht los! Das sind unsere Schiffe. 10 gegen 10, wie ich es gesagt habe. Und unten sehen wir 3 Punkte auf der Map. Es gibt auch Schätze. Hoch die Segel. Okay, es geht um die Treasures. Dann mal los, Leute. Ich bin der Reja. Captain Jack Reja. So, da vorne haben wir so ein Supply-Schiff. Ich versuche mal, diese Kiste da mitzunehmen. Was machen wir? Machen wir einen hohen? Wir machen einen hohen Angriff, oder? Der Reja greift von oben an. Deswegen erstmal ein bisschen steigen. Die Truhe wurde vom Feind erobert, okay, das heißt, die haben die untere und wir haben die, alles klar. So, und die müssen wir jetzt wahrscheinlich... Oh, Breitseite! Okay, und jetzt an die Frontkamera, an die Frontkanone. Oh, die überhitzt viel schneller vom Reja. Ein bisschen abkühlen lassen. Der steht unter 70, der ist eigentlich gut und der sieht mich nicht, ich bin über ihm. Ich habe den High Ground. Zur Seite drehen. Oh, volle Breitseite, Kollege. Und er hängt. Die kleine Nussschale. Denkt an die Schüsse berechnen. Die fliegen langsamer. Das heißt, ein bisschen vorschießen. Ich gehe runter. Oh Gott, das wird ja mega strategisch unübersichtlich. Der da hat den Kern. Den wollen wir. Ich habe eine... Ich gehe hoch. Auf dich wollte ich nicht. Team Attack. Den will ich eigentlich. Wieder runter ein bisschen. Oh, auf die Höhe kann ich nicht schießen. Aber der geht down. Komm, den machen wir.
So eine Harpune. Ich kassiere die ganze Zeit von hinten. Ah, ich habe einen Teleport mit der Impulsverschiebung. Ich habe keinen Boost auf 1. Mein Schiff hat Teleport. Oh, Friendly Fire, weil der genau vor mir war. Oh, das ist echt... Ich bin schon Teamkiller, oder? Unabsichtlich, will ich mal anmerken. Mein Schiff ist super unwendig. Das hätte ich wissen müssen. Aber jetzt... Er hat sich Impuls verschoben. Da hinten hin. Ich habe es gesehen, das kann ich nämlich auch. Du gehst down, du gehst down, du gehst down. Okay, ich habe noch keinen Kill gemacht. Richtig stark von mir, aber jetzt mache ich Damage. Jetzt muss man natürlich erstmal die Segel wegbekommen, die Schilde wegbekommen. Erstmal ein paar Hits von hinten. Einer geht noch, okay, Overheat. Der eine da sieht gut aus. Versenkt, ja. Versenkt ist relativ. Ab dafür. So, und jetzt bist du noch low, weil du hast kein Schild mehr. Zack. Wird anvisiert, glaube ich. Deswegen eine schöne Verschiebung. Wir werden seitlich gerammt. Runtergehen. Oh, jetzt gibt's richtig in den Poppes. Okay, jetzt kriegen wir die Breitseite ab. Deswegen nach vorne drehen. Andere Seite wieder. Jawohl! 100 noch. Komm, 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 drehen nach vorne, drehen, 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 drehen. Und, ja. Wer hat's geschafft? So, aber wir kassieren ganz schön. Ich glaube, ich habe mich hier sehr lange aufgehalten. Wir verschieben mal. Die sammeln nämlich die ganze Zeit die Kisten ein. Und darum geht es eigentlich in dem Spiel, ja. Also es gibt immer einen Spielmodi. Hier haben wir eine schöne Verschiebung bekommen. Ah, der ist hinterher. Boah, ich hatte zwar ein schön großes Schiff und wir sind auch gut unterwegs, was Damage und so weiter angeht. Hast du das gesehen? Ja, den mache ich richtig fertig. Aber, ja, der wird halt hart zerstört. Aber ich bin halt viel, viel langsamer. Jawohl, neue Kanone auf 77 Yards. Das geht. Schöner Snipe. Und jetzt Phasenverschiebung. Leicht anvisiert. Oh, und runter, runter. Aber der kommt rein. Der kommt rein, der kommt rein. Komm schon. Zack, perfekt. Ja, sieht nicht gut aus. Ich muss nach oben, ich muss nach oben, ich muss nach oben, ich muss nach oben. 14 Sekunden noch. Ich habe noch ein Backshield. Ich muss mein Backshield irgendwie in Position bringen. Deine steigt ein bisschen schneller. Ich werde hier noch rauskommen, denke ich. Ey, das ist ja mega nice. Also jetzt ungelogen. Ich habe gerade mega Spaß daran. Ich dachte erst, es ist noch komplizierter, dass nicht mal ich das verstehe. Okay, ich spiele nicht auf Objective, es tut mir leid. Einer der Feinde hat unsere Beute gestohlen, jetzt kann ich wieder runtergehen. Last Fire, der hat kein Schild mehr und ich gehe runter und... Ah ja, versteckt sich hinter seinem Collision, der ist natürlich geschickt eingefädelt. Ja, aber hier, Snipe! Boom! Last Fire und jetzt Fire at Will, wir gehen nach vorne. Bisschen zu weit, bisschen zu weit, bisschen zu weit. Oh, und ich drehe mich langsam. Ich hab... Ah, der Rager, der ist geil, ja? Ah, der Rager ist lahm. Das Spiel kostet im Steam, glaube ich... Oh nein, 8 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und wie gesagt, ich habe ein paar Keys für euch, wo ihr noch Bonus-Sachen bekommt, wie zum Beispiel ein paar Schiffe und so weiter. Und wer Interesse hat an dem Spiel, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich antworte drauf, ihr seht das Ganze. Wir waren richtig schlecht. Ich war richtig schlecht wahrscheinlich. Ich bin nicht untergegangen. Teamstatistik. Schaden 7000. Hält sich in Grenzen. Getötet 3. Hilfe 3. Okay. Ne, bin ich gestorben, möchte ich anmerken. Ich war nicht gut. Ich war nicht stark. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war meine allererste Runde. Ich habe gerade das Tutorial gespielt mit euch und habe dann meine erste Runde gemacht. Und ich fand das geil. Und ja, es gibt natürlich noch ganz viel mehr hier. Kann man die Waffen installieren, ausrüsten, erweitern. Es sieht hier unten auch aus wie ein bekanntes Spiel, was wir alle kennen. Man kann unterschiedliche Ausrüstungen haben. Der Dreifachschild. Bestimmt kann ich dann auch meinen Boost ändern. Später gibt es so eine Besatzung ab Level 6. Neue Schiffe. Ganz viele. Oh, das Herz aus Gold. Die schwarze Witwe und der Oberherr.
Also auch hier Tierlist-mäßig Schiffe. Ich hätte kein T3 spielen sollen. Und das ist natürlich auch noch wichtig. Was gibt es im Laden? Gut, diese ganz tollen Preise lassen wir erstmal weg. Man bekommt für 5 Euro 750 Rubine. Wozu brauche ich das? Hey, gib mir eine Maus. Oh, warum habe ich keinen Captain genommen? Porträt von Erik Eigenbrötler. Oder... Oh, wir haben voll viele Captains. Josh Sparrow. Josh Sparrow. Porträt des blutigen Anna. Unreifer Pirat. Anfänger Halsabschneider. Nee. Oh, was hier noch alles kommt. Die kosten alle 5 Euro circa. Sagen wir 7 Euro. Ihr seht ja vom Preis her. Alter. Ganz schön viele Captains. Also, Moment, das bietet ja mega viel Content. Ich habe aber Bock auf Porträt von Eigenbrötler. Porträts sind das. Das ist also nicht unser Kind. Das sind ja wir. Und das sind halt Bilder. So, Rahmen. Die habe ich natürlich auch freigeschalten bekommen. Erfahrener Pirat. Himmelseroberer bin ich. Oh, hier ist noch krasser. Ja, ja, okay. Es gibt halt noch Rahmen. Optimal ist möglich. Alles möglich. Dekorationen, Segel, Farben und so weiter und so fort. Kisten kann man kaufen. Aber ich glaube Schiffe nicht, oder? Wenn man das upgraden will. Ich nehme mal meinen Rescher. Und das habe ich ja alles. Und hier könnte ich Sachen installieren. Aber die sind auch alle, glaube ich, bereit. Ich glaube, es ist ein bisschen blöd, dieses Schiff als Beispiel zu nehmen. Ah, unterschiedliche Fähigkeiten. Ich habe eine drin. Es gibt noch zwei weitere Slots. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Cloud Pirates. Das ist abhängig davon, wie das bei euch ankommt. Wie das Spiel allgemein durchgeht. Ich muss echt sagen, ich finde das interessanter als ein WOT. Der Grund dafür ist, ich mag Piraten mehr als Panzer. Also ich mag Piratenschiffe mehr als Panzer. Ne, man kann die Spiele jetzt nicht vergleichen. World of Tanks ist unglaublich durchdacht und auch schon ausgereift und perfektioniert worden und so weiter und so fort. Aber ich liebe Piraten, ja. Und allein das ist halt so einen kleinen Boost-Hype bei mir ausgelöst, was das halt so geil macht. Ihr könnt euch das Ganze gerne mal anschauen. Ihr könnt auf den Link unten klicken. Ihr könnt es im Steam suchen. Ich glaube, es kostet 8 Euro im Steam. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob im Steam nicht vielleicht sogar direkt automatisch eine Edition angeboten wird. Lest auf jeden Fall meinen Top-Comment. Das ist noch ziemlich wichtig, denn da steht noch alles Wichtige drin. Ansonsten, wer Interesse am Spiel hat, lasst es mich wissen anhand der Kommentare. Ein paar von euch bekommen eine Antwort, die wird gelöscht. Das heißt, ihr seht sie nur oben anhand der Glocke und da steht ein Key, den könnt ihr auf der Seite eingeben. Leute, das war ein ziemlich cooles PP. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Landratten.